Jo, Nummer 50, glaube ich. Das 50. Video zum Intrak. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Prost an der Stelle. So, ich habe mal angefangen, Krach zu machen. Und hab mal so ein bisschen. Ein bisschen was Kaputtes rausgeschnitten. So. Ein bisschen was Ganzes wieder reingeschweißt. Ja. Man sieht, dass es eingeschweißt wurde. Aber man sieht auch, dass es an der Stelle halt besseres Material ist als dieses hier. Ja. So, die noch rostigen Flächen in den Ecken hier, da kommt wieder mein Rostumwandler ins Spiel. Vorher, klar, mit der Drahtbürste nochmal so ein bisschen das Grobe eben rausbrockeln. Und ansonsten habe ich mir dann so für jetzt heute vorgenommen, das ist eigentlich ein Jubiläum, ne? Eigentlich müsste man was Besonderes machen. Aber ist nicht jedes Video mit dem Intrak irgendwas Besonderes. Habe ich mir vorgenommen, eben die Kabinenoberteile soweit vorzubereiten. Ja, die Manschette habe ich in der Ersatzteilliste tatsächlich noch nicht gefunden. Aber soweit ich weiß, ist die am Ende eh nicht sichtbar. Also da werde ich mir wahrscheinlich irgendeine Alternative zu ausdenken. Wenn ich da was Brauchbares habe, dann werde ich das natürlich hier kundtun. Also wie gesagt, die Bleche vorbereiten. Die oberen, da, die da. Und dann ja, vielleicht die Schalthebelabteilung. Ja. Ja, ich glaube ich. Achso, genau. Das hier ist eben der Deckel, wo die Schalthebelmanschetten mehr oder weniger, also das sitzt ja so, Moment, das sitzt ja dann so, also, und dann kommt ja er hier irgendwie, genau, so wird es am Ende sein. Das ist lediglich ein Staubschutz oder ein Wärmeschutz, Geräuschdämmung, irgendwas. Also da werde ich wahrscheinlich irgendeine Schaltmanschette oder irgendwas nehmen vom, weiß ich nicht, vom DX oder keine Ahnung, irgendwas, was man halbwegs erschwinglich irgendwo herbekommt. Sei denn, irgendeiner hat mal eine Idee, wo man sowas noch herbekommt. Ja, das werde ich jetzt, ja, hier sieht man, noch Reste von der Dämmung, war so eine selbstklebende Dämmung drunter. Das kommt natürlich auch irgendwie nochmal an diversen Stellen zum Tragen. Das werde ich jetzt auch entrosten, dann werde ich mir die Kulisse hier nachempfinden. Ja, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Euch hat ein bisschen stärker ausführe. Also im Grunde mir ein Blech unten anschweißt, einmal mit der Flex durchgehen, dass das in dem Bereich halt ein bisschen stärker kommt. Weiß ich nicht. Ist jetzt eben die Überlegung. Man wird jetzt auch nicht mehr 50 Jahre mit dem Trecker arbeiten. Ne? Das ist mal so. Wenn überhaupt.
Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, am Ende den ganzen Quatsch hier auseinander tüdeln. Hier sind eben diese Senkkopfschrauben drin mit Schlitz. Sieht man es? So. Das wird wahrscheinlich im Bus, also innen sechskant. Denn ja, weiß ich nicht. Schlitz ist da irgendwie nicht so das Maß der Dinge, glaube ich. Wobei, wenn man sich das hier so anguckt, könnt ihr eigentlich auch sitzen bleiben, weil so richtig kriege ich das nicht auseinander. Hier vorne, ja, hier vorne ist es verschweißt. Und hier genauso. Ja, schauen wir mal. Wenn es interessant wird, schalte ich wieder ein. So, einmal gegen das Licht, damit es nicht so schlimm aussieht. Ich habe jetzt hier einmal die Kulisse für die Zapfwellenkupplungshebel überarbeitet. Ja, ich drehe es gleich nochmal um. Also ich habe jetzt im Grunde einmal hier so ein Stück Blech drunter gelegt. Nochmal ausgeschnitten. Ich muss da nochmal mit der Feile so ein bisschen nacharbeiten. So, wenn ich mir jetzt einen beliebigen Kupplungshebel hier mal nehme, rastet der schön ein. Ich kann den ganz bequem hier führen. Und in der anderen Kulisse genauso. So, jetzt ist natürlich immer das Problem mit der Flex, in den Ecken irgendwie auszuschneiden. Man kann jetzt natürlich hergehen, hier die Ecken ausbohren. Ja, habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil wir haben ja hier Luxusprobleme. Ich habe mir mal vor einiger Zeit, letztes Jahr, vorletztes Jahr, hier so ein kleines Plasmagerät gegönnt. Und für solche Sachen astrein. Ja, also ich muss jetzt hier, gehe ich jetzt nochmal eben mit einer Trennscheibe dran vorbei, bisschen die Kanten gerade kriegen, hier mit der Feile nachher mal durch, damit es alles schön rund läuft. Aber ganz ehrlich, gut, das ist jetzt hier nichts mit Pilotzündung, also ich brauche immer die Masse. Es gibt welche, die über den Brenner selber zünden. Da könnte man theoretisch auch Holz mitschneiden. Ja. Aber ich denke mal, das kann man so einigermaßen verkaufen. Und ja, das Dickste, was ich damit schon mal gebrannt habe, war eben hier so eine, ja, 12 mm Platte. Das wird noch ein Auspuffflansch für ein 600er Fendt. Da muss ich noch mal weiter dran arbeiten, irgendwann mal. Ja, also sowas sollte in keiner Werkstatt fehlen, wo irgendwie mit Blech gearbeitet wird. Also ich kann nur empfehlen, Schweißgerät, Plasmabrenner, Flex hat man ja, glaube ich, so oder so. Also das sind so Sachen, die dürfen in keiner gut sortierten Werkstatt fehlen. So, jetzt mal so ein kleiner trockener Probelauf. Einmal, damit man auch weiß, wie was wo hinkommt. Und zum anderen, ob das alles so funktioniert, was man sich so ausdenkt. Ich habe mal eben kurz hier vorne nochmal das Gestänge ausgehängt. Einfach der Einfachheit halber. Und hier unten kann man es sehen. Habe ich jetzt den Hebel einfach nur mal reingehängt für die Zapfwellenkupplung vorne. So, damit ich einfach nur mal sicher gehen kann, ob meine Aussparung groß genug ist. Nicht, dass ich jetzt alles lackiere und fertig mache und am Ende funktioniert es dann halt noch nicht und man hat dann
ganzen Ärger nochmal von vorne. So, ich stelle mal eben zwischendurch hier auf. Sieht man das? Da ist ein bisschen dieser Stützfuß. So. Ich versuche das nochmal eben so ein bisschen nachzuempfinden, wie das so war. Grob. Moment. So. Jo, ich denke, das sollte so funktionieren. Für vorne. Oder habe ich jetzt da schon wieder Gedankenfehler? Gehört der nach hinten? Ist der für hinten? Kann natürlich auch sein. Nee. Funktioniert genauso. Ja, das ist hier unten die, genau, da ist die Mulde so ungefähr. So, machen wir ganze Gerümpel nochmal hier so ein bisschen rein. Ach, meine Gott. So. Ja, so in etwa könnte sich das Ganze zugetragen haben. Ja. Also ich muss hier meine Verstärkung noch ein bisschen verjüngen auf der Seite unten drunter. Aber ich denke mal, das war jetzt mal ganz wertvoll, dass man das einmal aufgebaut hat, um zu sehen, wie das funktioniert, ob das so funktioniert. Aprilwetter im Herbst. Gerade war noch Sonne. Gerade kam 30 Sekunden Wolkenbruch. Ja. Ich muss mal eben kurz. Moment. So. Jo. Ich habe jetzt hier so diverse Sachen schon mal von Farbe befreit. Und ich merke irgendwie, dass dieser Stützfuß hier so langsam aufgibt. Ja. Von Farbe befreit und ja, die gefährdeten Stellen sozusagen mit Rostumwandler bearbeitet. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen gemogelt. Das lasse ich einfach drauf ankommen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Muße, das weiter auseinander zu frickeln. Ich bin dann mit der Drahtbürste, mit der Bohrmaschinenbürste quasi einmal in die Tiefe gegangen, habe das da alles rausgebrockelt mit einer Nadel hinterher und. Das muss gut sein. Jo. Hier eben Bodenblech von der Kabine. Da werde ich wahrscheinlich dann auch, wenn es lackiert ist, am Ende, wenn das Ganze mal zum Rollen kommt, soweit wie eine Fußmatte drauf machen. Einen schönen Hochflorteppich oder irgendwie sowas. Mal gucken. Jo. An der Stelle habe ich jetzt eben noch die 4 Schrauben, muss ich noch ausbauen. 1, 2, 3, 4. Das habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft. Denn diese ganze Schleiferei und Saubermacherei, die nimmt natürlich auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch. Ja. Sauber machen danach.
könnte jetzt schon mal die Kotflügel so ein bisschen vorpulen. Ach, siehst du, da sagst du was. Ich wollte ja die. Diese Streben mir mal ausmessen, was ich da bestellen muss. Na, ja, mal schauen. Alter, was die mit den Kotflügeln angestellt haben, ne? Also allgemein, was die mit dem Trecker angestellt haben. Unglaublich. Ja. Konsequenterweise müsste man sich den da auch noch mal rausholen. Unser Armaturenbrett. Ich glaube, da braucht man gar nicht so einen Aufwand machen mit Entrosten. Da ist gar nicht so viel. Drahtbürste einmal anrauen, sauber machen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren mit dem Lackieren. Wie viel haben wir denn schon wieder? Ah, könnte schon wieder lang werden, das Video. Also verhältnismäßig, ne? Puh, naja. Ich glaube, wir brauchen mal so einen neuen Spitzfuß. Also ein. An der Stelle sage ich dann trotzdem schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Nummer 50, unspektakulär, aber es geht weiter, ne? Es geht immer weiter.